Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel Alex. Klar. Im letzten Part, wurden wir gefangen genommen von Elektro-Dingern und, die sollen Raptors zu einer leeren Hülle machen. Zwölfens will dann ihn steuern, also Raptors leere Hülle, Raptors Körper halt, und dann in die Vergangenheit zurückgehen und Klon und Amber täuschen. Und ja, mal sehen, ob ihm das gelingen wird. Wahrscheinlich nicht, weil wir das sonst im Hauptspiel gesehen hätten, aber hey. Er läuft auf jeden Fall erstmal böse. Haha, ich bin lol. Reptain. Ach ja, Celebi haben wir auch sofort die Kohle, oder? Du warst mir die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Aber deine Zeit ist abgelaufen. Und wenn ich erstmal die Kontrolle über deine leere Hölle erlangt und die Vergangenheit erreicht habe, dann wird es ein Kinderspiel sein, Klo und Elba endlich auszutricksen. Nun gib schon auf und füge dich deinem Schicksal. Ja. War ich zu vertrauensselig? Ich dachte, ich könnte dir... Aber... Ich habe dir geglaubt. Das stimmt, Reptain. Der Punkt, an dem du wirklich angreifbar bist, ist deine Vertrauensseligkeit. Ich habe es bereits gesagt, aber ich wiederhole es gerne, um es klarzustellen. Ich verabscheue dich. Selbst als ich dich beschützte, das war alles im Sinne meines Plans. Du Feigling! Sag du nur, was immer du willst. Aber ihr müsst am Ende einsehen, dass ihr verloren habt. Ihr habt verloren, weil du, Reptain, mir vertraut hast. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe mich nicht geirrt. Ich vertraue dir immer noch. Habe ich richtig gehört? Du sagst nach allem, was ich dir angetan habe. Du hast noch immer Vertrauen in mich? Ja, trotz allem weiß ich, wie es in deinem Herzen aussieht. Zwirfend. Einen Moment lang haben wir uns verstanden. Einen solchen Anblick gab es nicht zwischen uns. Oh doch, ich bin mir ganz sicher. Während unseres Abenteuers, als wir durch die Dungeons kämpften und uns all den Herausforderungen stellten, während du an meiner Seite warst, währenddessen habe ich gespürt, wie sich deine negativen Gefühle in Luft auflösten. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Impossible! Ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Ich verabscheue dich. Und diesen Abscheu ist alles, was du gespürt haben kannst. Versuch dich mal etwas gründlicher zu erinnern. Es geht nicht nur darum, was ich gespürt habe. Ich bin sehr achtsam. Und trotz meiner Achtsamkeit entschied ich mich während unseres Abenteuers dafür, dir zu vertrauen. Weil ich dein wahres Ich erkannte. Ein Charakter geprägt von Teamgeist und Verantwortung. Ich habe es gespürt. Dein wahres, edles Ich. Wahres? Edel? Mein wahres Ich? Nein. Du hast Schattenjäger deine ergebene Treue gelobt. Deswegen versuchst du diese Welt der Dunkelheit zu beschützen. Unter dieser Ehrgeiz nähert sich allen allein aus deiner Furcht vor dem möglichen Verschwinden. Aber ganz im Ernst, reicht das denn aus? Nicht zu verschwinden von dieser dunklen Welt, ist das wirklich eine Aussicht, die für sich zu kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt? Das Sinn des Daseins. Denk doch mal darüber nach, wonach es sich zu streben lohnt, Zwirfels. Wonach es sich zu streben lohnt, der Sinn. Solange ich etwas erreiche, bin ich ein leuchtendes Beispiel für andere. Ich möchte, dass andere mich und meine Taten wahrnehmen. Wenn ich also etwas wirklich Wichtiges erreiche, würde dies auf jeden Fall bis in die Zukunft hineingeschrieben. Nein, nicht nur in die Zukunft, auch in die Zukunft von Klo und Amber. Ich glaube, dass zwischen uns eine enge Verbindung besteht.
Durch sie bestehen meine Taten fort. Und die Auswirkungen meiner Taten werden andere inspirieren. Auch wenn ich verschwinde, werden meine Taten fortbestehen. Somit, das würde doch bedeuten, dass Taten Bestand haben, nicht wahr? Auch wenn ich verschwinde, ich wäre immer noch hier. Meine Taten würden für sich sprechen. Auch wenn ich verschwinde, meine Taten würden für sich sprechen. Erinner dich, Surfitz! Denk daran, was ich im Dungeon gespürt habe. Dein wahres Ich. Mein wahres Ich? Das ist nicht. Das ist nicht mein wahres Ich. Du irrst dich. Meister Surfitz, ist alles in Ordnung? Seid still! Kann es sein, sind die Gedanken anderer vielleicht in mein wahres Ich eingeflossen? Vielleicht die von Reptane? Nur, dafür ist es jetzt zu spät. Meister Zwerfen! So wäre es. Das gilt auch für euch. Habt ihr euch nie Gedanken über die Zukunft oder einen Neuanfang gemacht? Schattenjäger zu dienen und die ganze Zeit in Dunkelheit zu verbringen. Wollt ihr das wirklich? Tobiris, was sagt euch euer Herz? Euer eigener Stolz? Habt ihr ihn schon aufgegeben? Die Entladung wird stärker. Das halte ich nicht aus. Meine Kraft, ich schwinde dahin. Wenn das so weitergeht, kann Röpfchen nicht mehr. Krippuck! Das kannst du nicht zulassen. Du kannst dich bewegen, nicht wahr? Unternehm etwas! Oh nein! Mir wird schwarz vor Augen. Mein Körper. Nur noch eine Hölle. Bewusstsein. Ich verliere das Bewusstsein. Mein Bewusstsein. Mein Körper. Letztendlich verloren. Zwerfenst! Meister Zwerfenst! Meister Zwerfenst hat Reptil gerettet! Das ist... Reptil, geht es dir gut? Es ging mir schon mal besser. Zwerfenst, du hast mich gerettet. Oh, fuck. Meister Jäger. Meister Zwerg. Ja. Meister Zwerg. Meister Zwerg. Wir müssen ihn beschützen. Los geht's. Shit, die Tobiere stellen sich ja echt in die Alter. Ich muss mich bewegen, aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Oh, sieht echt schlecht aus, ne? Meine Lähmung ist vorüber. Ja, egal. Aufhören. Nein, nicht Celebi. Was? Was ist das? Wenn ich mich recht entsinne,
Man nennt das ein Polarlicht, glaube ich. Wind. Wind kommt auf. Und dann das Polarlicht am Himmel. Das bedeutet die Sonne. Die Luft bewegt sich wieder. Die Lähmung des Planeten. Sie ist vorbei. Alles bewegt sich wieder. Kann es wirklich sein? Der Verlauf der Geschichte wurde endlich verändert. Ihr habt es geschafft. Klo. Amber. Die Alga. Schatten der Alga ist noch wilder geworden. Ist das Vieh explodiert? Meister, Zwirfinst! Keine Sorge, mir geht es gut. Es ist jetzt wichtiger, Meister Dialga zu verfolgen. Die anderen kümmert euch um Raptor und Celebi. Beeilung! Müsst ihr speichern? Nein. Ist er wirklich hier entlang? Ja, sag mal los! Meister Dialga war in ein helles Licht getaucht. Und dann verschwand er in Richtung dieses riesigen Berges. Es ist hoffnungslos. Was ist los, Celebi? Auf der Spitze dieses Berges gibt es einen Zeittunnel. Weißt du, was eigenartig ist? Während meiner Gefangenschaft habe ich den genauen Ort des Zeittunnels nicht preisgegeben. Meister Dialga agiert gerade tobsüchtig. Er ist anscheinend nicht mehr Herr seiner Sinne. Vielleicht wurde er von seinem Instinkten angepeitscht durch die erhöhte Wildheit dazu bewegt. Sein Ziel ist offenbar der Zeittunnel. Wenn die Alga in seinen jetzigen verwirrten Zustand den Zeittunnel angreift, was glaubst du, würde dann passieren, Zwirfinst? Wenn das passiert, jetzt da die Welt endlich wieder in Bewegung ist. Ich kann mir nicht ausmalen, was dann passieren würde. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Seht, das Licht ist heller geworden, nicht wahr? Die Sonne geht auf. Bald bricht der Tag an. Die Erholung hat lange gedauert. Raptor und ich werden ab hier. Wir werden zusammen mit Celebi ein Dreierteam bilden. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Meister Dialga aufzuhalten. Aber die Zubiris mitzunehmen, würde unsere Bewegungsfreiheit einschränken. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, wäre das das Ende. Verstanden. Also gut, lasst uns die nötigen Vorbereitungen treffen und dann nichts wie los. Meister Zwerfenst! Raptor in Celebi! Was ist denn? Wir sind auch bereit! Für eine bessere Zukunft! Meister Dialga muss einfach wieder zu Sinn kommen! Ja, ich verstehe. Das wird der finale Kampf sein. Wir müssen Meister Dialga wieder zur Vernunft bringen. Er hat recht. Dabei habe ich die ganze Zeit gekämpft. Noch ein kleines bisschen. Hallo? Was ist das? Sag bloß nicht. Sag mir bloß nicht. Hä? Was hab's denn? Was ist passiert? Ach, gar nichts. Klo. Nur noch ein kleines bisschen. Alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Nur noch ein kleines bisschen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt noch einmal die letzte Kraftreserve mobilisieren. Klo. Oh, shit, Leute. Der Shit ist richtig real geworden. Wir haben jetzt Celebi gerettet, das ist super. Und die Zubiris sind sogar auf unserer Seite. Und Zwirfinst sogar jetzt wirklich auch. Und zusammen kämpfen wir jetzt gegen die Alga, um diese Welt zu retten. Das wird definitiv der letzte Dungeon sein, also sollten wir uns irgendwie vorbereiten. Wir haben einen Überlebersamen, das ist super. Und das ist gleich ganz gut gewappnet. Nein, nicht speichern. Wir prüfen unser Lager und lagern mal was ein. So. Am 1. die Orbs, die sind
super kacke sind und so. Das ist genau das. Okay, was? Dann nehmen wir uns. Ein geiles Spezialband für Celebi. Ein Persienband für Rockstar. Und Surfen hat ja noch ein Band, glaube ich. Deshalb nehmen wir uns noch einen Apfel mit. Geist, kommt für die Kiste hier aus. Obwohl, wir haben keine Kiste. Dann nehmen wir uns lieber mal. Ich weiß auch nicht. Blendsam und so krank. Ich glaube, das wird nicht mehr. Obwohl, Blendsam bringen die Schattenjäger nicht so viel gegen die Zeiten mehr. Ach, ein Heilsam war noch mit. Geile Grimmsam können wir noch nehmen. Und zusammen nehmen wir noch. Geil. Chaos da. Ach, wir haben hier noch die Bären Gral, die nehmen wir natürlich alle mit. Ja, das sollte reichen. Okay. Dann, gucken wir mal kurz. Ausdauerband können wir lassen. Ja, Ausdauerband brauchen wir. Okay, wir können los. Fortfahren, ja. Leute, der letzte Kampf. Rieseneisberg. Die Zeit geht hier einfach wieder weiter. Das ist so sexy. Jetzt gehen wir natürlich Celebi. Das gehen wir. Rockstar. Okay. Celebi. Zeitlocke. Halt deine Schadensprobleme. Okay, das ist super. Das war eine Weile. Obwohl, das kommt ja anders. Einfach Genesung, Zauberplatz. Kannst eigentlich einen Fall probieren. Ja. So, sorry für die kleine Störung. Wir müssen mal ganz kurz gucken, wie der Bericht von Celebi ist. Celebi spielt dieses Video. Das war auch mal Minus. Wenn er dein Kram das Pokémon holt, sich nach und nach holen. Ja, okay, das ist super scheiße mit dem Teilglocke dazu, aber macht nichts. Egal. Legen wir los. Ich glaube nicht, dass es leichter wird, Leute. Ich glaube, dass dann wirklich hart ist, dass wir aufpassen. Aber immerhin haben wir jetzt Zelle wieder dabei. Es ist ganz cool, wenn wir jetzt drei Pokémon dabei haben. Und das Reptain Surf ist wirklich belabern konnte und die anderen nicht mehr. Das ist schon very impressive. Fucking Kerzwell, der fickt dich mit deiner Schale. Ja. Geben wir uns noch einen geilen Warp-Orb, weil warum nicht? Kann man den mal machen. Und der macht jetzt zu viel Schaden, hier macht er das mal. Wir können ja mal versuchen, Dingen Absorb einzuziehen. Also können wir, glaube ich, nur irgendwie vor dem stehen, oder? Obwohl es eine spezielle Attacke ist, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Egal, vielleicht kann ich ja werfen, ja, kann ich. Oh mein Gott, Gott sei Dank werde ich davon nicht verletzt. Aber wir haben hier noch eine Sinnebeere, die ist das super. Gegenstoß, einfach praktisch jetzt auch wieder ab. Ich frage mich, wie viele Ebenen dieser Eisberg haben wird. Ich sage, wir spielen so lange, bis wir mindestens einmal bei Dingens waren. Bei Dialga. Vielleicht können wir das jetzt schon in diesem Part beenden. Aber beim Belebersam würde ich mich jetzt mehr freuen, aber naja, Chaos-Sam ist auch ganz gut. Oh scheiße, eine Bombenfalle. Das ist ja eine Bombenstimmung. Ha! Oh Mann. Du. Geile Absol gibt's hier. Äpfel, die brauchen wir aber nicht. Da sind die geilste Aerodactyl. Sprengen wir aber auch nicht hier krank. Nein, wie egal, ich bin jetzt geschützt durch die Scheiße. Der kann Bock hat zu uns zu kommen, ne? Weil er so scharf ist, der ist sehr impressive. Okay, aber es ist aber auch so ein Ausdauerband. Die Leute wollen halt echt nicht, dass ich hier vorhin kann, ne? Schon very impressive. Egal, Rain, bin ich ganz bald nur schlecht. Ist natürlich ein bisschen kacke mit dem Zwinger, aber wir haben ja noch Top-Elixierungen. 80.000 am besten. Wir haben auf jeden Fall einiges mit Top-Elixierungen, glaube ich. Deswegen wird das schon. Schade, dass wir jetzt keine Reinsamen mehr haben, weil die würden uns jetzt nicht das so regeln. Aber wir haben geile Lichtsamen, vielleicht bringt uns das ja. Essen! Quam! Das sind doch immer Lichtsamen, bringt dann halt. Doch
soll. Nehmen wir einfach mal mit. Aber ich schütte erstmal den Bad Boy weg. Geile Pfeile, die hier gezeigt sind, sehr interessant. Da ist dann noch ein kleines Metagross, das hat Phrasable, auch gar kein Problem. Bam, können wir auch besiegen, bevor es auf uns zustürmt. Und dort ist dann noch ein Top-Elixier, super, das können wir bestimmt brauchen. Wie viele Top-Elixier habe ich? Einen. Okay, dann sollte ich vielleicht nicht noch was bekommen. Ja, ein Essbeidampfen. Weil jetzt den Top-Elixier zu trinken möchte ich echt noch nicht. Die Zeit lassen wir uns nicht, das waren wir erst später. Aber ich schütze auf jeden Fall den Bester erstmal ein bisschen weg. Das ist ein geiles Tempo. Ein geiles Tempo auf der Karte. Okay, hier können wir es auch sein. Also wir gehen mal lieber weiter nach links. Und dann nach oben, dort sollte irgendwie die Treppe sein. Ich hoffe nur, wir werden nicht zu viel Zeit in diesem Land spielen. Ich frage mich, wie lange das sein wird. Jetzt sind dann schon 9 und 10. Und ich habe gesagt, wir wollen mindestens einmal bis zu die Alga kommen. Das ist wieder lustig. Boah, ich hasse alles, wenn der, wenn die Treppe rechts von unserem Weg ist. Ja. Also ich meine, hier sind dann dort Weg gestartet, das heißt, dass wir einmal nach rechts hin hätten müssen gehen, und tun, damit wir schon weiterkommen. Das wäre super schade. Aber das ist nicht der Fall. Also alles cool. Die geile Anodie auch. Cecilia, was macht denn ein fucking Cecilia in so einem Ort? Kann man das mal bitte mal verraten? Wir kämpfen jetzt auf jeden Fall weiter und ganz gut durch die Land. Ganz gut, der kommt ganz gut. Hier lang vielleicht, eine geile Seelenbeere gibt es hier bei Matrisone, aber das ist mir auch völlig egal. Die Seelenbeere wollen wir definitiv mitnehmen. Wenn ich gerne noch einen Apfel. Und das sind ja interessiert uns erstmal gar nicht. Okay, das ist zwar ein bisschen mehr, aber das kann man nicht einfach weiter, weil die so cool sind. Okay, oder ich würde jetzt mal unbedingt besiegen, zumindest für die FPP. Das war auch schon wichtig, wenn er wieder kommt. Scheiße, ich habe keine Lebens mehr. Aber wir haben ja noch Absorber 4, und das würde wir uns dann um das Gank-Up zu raiden. Und ja, Zwölfels macht den Rest, du musst das. Geiler Star-Orb, den nehme ich mal glaube ich sogar mit. Ja, komm, nutzen wir mal den geilen Eil-Orb. Weil der Stab sitzt, ja. Können wir bestimmt gebrauchen. Fucking. Fick dich, Arschloch. So, das ist ja recht geil. Das ist eingepennt. Oh, hey, cool. Danke, Celebi, das war awesome. Celebi ist echt ein guter Supporter. Und das ist hier haben. Alter, Absorber Plus ist ja richtig MLG Pro. Hat sich voll gelohnt, Absorber Plus zu nehmen. Für eine bessere Zukunft. Ein geiler Abfall, ein bisschen Cash. Aber sonst ist hier nichts. Eigentlich ist ja auch jetzt was rein. Scheiße, wir werden einfach nach oben müssen. Fucking Scargo. Get wrecked, boy. Okay. Sorry.
Aber das weiß ich nicht. Fucking Magnesone, wir wollen dich auf jeden Fall nicht wecken beim Boden. Aber das hier werden wir auf jeden Fall ready. Ja genau, wreck den, weil der uns einfach völlig egal. Ist okay, danke sehr. Sicher wirklich. Gehen wir einfach direkt weiter. Wir kommen wirklich tatsächlich richtig gut durch. Ich hoffe, das Ding hat nur 10 Ebenen, das wäre awesome. Ja, okay, jetzt haben wir bestimmt noch 10 Ebenen auf. Sehr lebendig. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Wo sind wir? Wir sind noch weit bis zur Spitze. Nein, überhaupt nicht. Die Spitze ist schon greifbar, in den greifbarer Nähe. Ich habe mir Gedanken gemacht. Was passieren denn könnte? Immerhin haben wir manchmal die Alga bisher noch nicht gesehen. Stimmt. Vielleicht ist es nur, weil die Alga schon Spitze erreicht hat. Nein, Gott. Wir saven hier definitiv und gehen dann direkt weiter. Yay. Yeah. Ja Leute, falls du mein definitiv Wohnpunkt, weil da bin ich nicht hier zum Beispiel. Ich rechne wieder mit 10 Ebenen. Und dann mit Sweet Power ist sogar ideal da. Alter, ich höre so MLG Pro, ne? Du rechst einfach alles selber, Mann. Und ich mag Surfen jetzt deutlich mehr jetzt vorher. Was ich gesagt habe. Boah, nee, ich gehe jetzt so. Ich helfe nur. Warum kann ich so gut? Also, wenn ihr die auf dem Sohn nicht mit Kacke, ne? Niemand mag den ja. Nein, Timmy, du magst auch. Ah ja, richtig, ja, nee, doch. Geile Laufkunde. Warte. Stimmt, bei der kleinen Regelfenster. Stopp, aber ich bin jetzt wieder. Ach, Telebi ist so praktisch. Hat sich immer wieder. Hat sich hier wieder aufgefüllt. Ja, okay. Hat sich das dann wieder aufgefüllt? Ja, okay, hier. Genau, das ist so. Das ist so, sagt er. Okay, Joko. Ich bin Arschloch. Ich bin sterben. Das ist so ein kleines Absol. Das macht aber nichts. Das interessiert uns nicht weiter. Schlecht! Alles klar. Da ist ein geiles Ding, das abonniere ich. Ach, Minja Tom heißt das Ding. Wow. Mach du das, Turbent? Awesome. Fucking hell, Alter. So ein Arschloch. Genauso wie Gengar. Gengar sagt nicht cool. Gengar darfst du mögen, kleiner Kind. Oh, er ist ein Feuer gestorben. So ein Arschloch. Ich hab den Kopfhäng durch. Fucking Metagross. Überall das Ding. Direkt, ne? Ja, direkt, Leute. Nicht direkt, sondern direkt. Direktal. Direktal. Chaos, ja. Ja, das ist ein bisschen. Aber wir können uns definitiv erstmal keine Kompetition. Wow. Nein, warum nicht? Ja, wir sind richtig in der Arschung, ja? Kannst du das, glaube ich, einen Käfer nehmen, oder? Ich weiß es nicht. Boah, Gengar hat einen Beleber da. Wir müssen nach Gengar suchen. Faggot. Oh, da ist er. Hey, cool. Good job. Das ist mal ein schönes Level Up. So. Beleber Samen kriegen wir auf definitiv. Ich habe jetzt nicht einfach den Belebersamt gegessen, oder? Ich habe nicht einfach den Belebersamt gegessen.
Wie kann man eigentlich so kacke sein? Ich würde den Wicht am Gesicht sammeln essen und den Benny was damit auch sammeln. Oh Mann. Egal. Wie dumm. So, nein, ich brauch kein Benny was sammeln. Eine Scheiße. Jetzt wird der Wreck. Die Alge wird nicht gut, wenn ich. Was? Das ist geil, ist Magnesol, aber das interessiert uns einfach mal gar nicht. Und Stelvi kommt klar, das ist Stelvi kommt klar. Pack ich Wirkno, mach ich den Arschloch. Was war? Ja, okay, ich glaube, der Boden ist bestimmt irgendwo da. Da geht's zu den Gegner. Abgesandt! Alter, raste völlig aus, du Arschloch. Greif mal bitte lieber nicht an. Nein, hier war ich zwar abgesandt. Ich krieg das Sinn ja mit ihrem Scheiße. Alter. So ekelhaft. Also komm, das war ein bisschen. So, mal sehen. Alter, Celebi kriegt voll auf die, voll auf den Sack. Vielleicht sollen wir Celebi doch kämpfen lassen. Er ist der Weg. Hau das Taxi weg. Warm, auf. Abgesagt, der ist noch zu weit. Geiler, ewiger Schlange. Ich hab gerade die Wille, die wir gerade verloren haben. Auch das. Alter, das ist eigentlich das Schöne, was in der Ebene. Oh, ich glaube, ich dachte die ganze Zeit mein Mikro da oben. Sorry, dachte ich. Falls es denn gefallen war. Scheiße. Aber macht nichts, alles cool, ja. Oh, fuck, ich muss noch mal direkt nach Hause gehen. Jetzt ist meine Tante, okay. Okay, Leute, okay, okay, okay. Fickt euch alle! Ärger vermeiden. Und so ebenfalls Ärger vermeiden. Wir müssen uns einfach mal weiter durchkommen. Ja, der Bär wohl kommt da nicht durch. Das ist völlig egal. Der kommt da durch? Das ist ein Arschloch. Egal, weiter, 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 weiter. Oh, awesome, das ist super. Okay, ich möchte gleich davon. Wreck den Scum. Schnell weiter, schnell weiter. Oh, shit, Leute. Das Shit ist jetzt weird. Ich wusste es. Ich wusste, dass du die Spitze schon erreicht hast. Schattendialger. Ist alles in Ordnung? Ja, bis auf... Es sieht so aus, als ob sich die Alga von Schmerzen krümmt. Der Planet bewegt sich wieder. Das fügt dem verdunkelten Herzen von Meister die Alga wohl Schaden zu. Celebi, dort hinter die Alga. Ja, der Zeittunnel. Das ist Kackvieh. Es könnte sehr gefährlich sein, wenn der Zeittunnel beschädigt wird. Dieses Gebiet...
Nach und nach verschwindet in ihm die Spuren des Zeitstillstands. Es wird heller. Der Wind hat zugenommen. Grill! Oh! Licht strömt aus dem Körper von Dialga. Aus unseren Körpern ebenso. Die Geschichte wird verzerrt. Geschichte verzerrt? Und es läuft die Zeit davon. Es kommt immer näher und näher. Wie bitte? Bis zu unserem Verschwinden sollten wir alles Mögliche tun, um Meister Dialga wieder zur Vernunft zu bringen. Genau. Im Namen der Zukunft. Dieser Kampf. Es wird unser letzter sein. So, Amber. Bitte, meine Kräfte. Sie dürfen mich jetzt nicht verlassen. Auf geht's! Oh Leute, der Shit ist real! Der letzte Kampf. Wer hätte gedacht, dass diese Dudes hier den letzten Kampf machen werden? Fick dich, Jäger! Okay, wir gönnen uns erstmal. Ihr könnt übrigens schon ruhig angreifen, während ich hier meinen Scheiß mache. Ich nehm so lange ein Grimmsamen auf. Würfeln, weil ich glaube, dass er den meisten Schaden machen könnte. Warm? Oh, die Boys gehen jetzt nach vorne. Oder? Der Boy und die Girl. Warm, erstmal das Fenster von den Crater. Da sind die Fenster. Wow, fuck. Fucking Jäger ist wieder aufgestanden. Ich möchte jetzt, dass du eine Genesung machst. Oh Gott, kein Lärm, okay, wir gehen da nicht nach Hause. Wir fahren das Telefon, wie es kaufen fehlt. Hey, wir haben doch noch einen Belebersamen. Und ich? Wir haben doch noch einen Belebersamen. Nun, fuck, so viel dazu. Das war knapp. Auf den letzten Metern ist eine Niederlage zu erledigen. Erleiden. Jetzt verschütten wir also auch. Wir haben keine Zeit. Lassen wir sie spitze ein. Okay, Leute. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben die Scheiße da ankommt, dass wir wegschmeißen. Ja Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Im letzten Part werden wir das alles hier beenden. Und ich hoffe, ihr könnt bis dahin warten, denn der letzte Part wird am Montag kommen. Bis dann Leute. Seid auch das nächste Mal dabei, wenn wir Schattenjäger ein für alle Mal vernichten. Bis dann, ciao.